Lost in Space ist Ex-Neo-Chef Matthias Strolz, nicht weil er nach seinem Ausscheiden aus der Politik einen Pensionsschock erlitten hat. Strolz ist jetzt so etwas wie ein Austropop-Newcomer. Gemeinsam mit dem Mash-Up-Künstler Kurt Razzelli, der bei Auftritten immer Schwarzenegger-Maske trägt, hat Strolz ein Album produziert und gestern präsentiert. Das ist nicht okay, das ist nicht okay. Der Abschied von der politischen Bühne ist für Matthias Strolz nicht unbedingt auch ein Abschied vom Rampenlicht. Im ausverkauften Kultclub Flex zeigt sich der Ex-Neos-Chef in einer ungewohnten Rolle. Gemeinsam mit Mashup-Künstler Kurt Razzelli präsentiert er das Album Lost in Space. Man kann das Tanzbein heben, man kann die Flügel heben. Wir wollen natürlich auch Denkanstöße geben. Also es gibt auch nachdenkliche Tracks, die einfach Themen gewidmet sind. Kurt Razzelli ist der Mann mit der Arnold Schwarzenegger-Maske. Er ist bekannt dafür, Beats unter Aussagen aus Nationalratsreden, politischen Debatten oder auch Fernsehmomenten zu mischen. Ganz kurz, sie ist noch in den Städten. Die Idee zum gemeinsamen Album mit Strolz kommt von Razzelli. Ich liebe seine Reden, weil er so eindrucksvoll, also so kraftvoll und schöne Geschichten erzählt. Die Musik soll dennoch nicht das neue Standbein des ehemaligen Clubobmanns werden. Dafür fehle ihm das nötige Talent.